Hallöchen, meine lieben Freunde der Nacht und herzlichst willkommen bei diesem wunderschönen Sommerwetter hier in WoW WoTLK Classic. Wir haben kurz vor 9 abends noch am Montag, derselbe Montag wie die Montagsfolge. Nur wir haben jetzt Samstag, also ihr habt mindestens Samstag. Ja, unsere Mission ist, wir gehen heute mal wieder dahin und killen ein paar Zentauren, nicht Minotauren, bei diesen wunderprächtigsten aller Wetterereignissen namens flüssiger Schnee. Er ist etwas nasser und etwas wärmer als normaler Schnee. Dafür kann man damit aber ganz schlecht Schneeballschlachten machen. Ja, genau. Falls, ja, ich glaube, meine Tonspur, naja, die könnte ein bisschen komisch klingen heute, weil ich habe gerade aus Versehen den falschen Knopf gedrückt, das ist hier etwas lauter geworden. Also so volle Kanone hochgedreht, was die Lautstärke angeht, und ich weiß nicht mehr, wo sie war. Mithril komme ich noch immer nicht ran. Was ist im Laufe des Tages heute passiert? Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, ich habe heute die zwei Videos noch hochgeladen bekommen. Also alle WoW-Videos gerendert, also die fünf, und die zwei Folgen für heute hochgeladen, und sie haben tatsächlich einen Videotitel bekommen und tatsächlich ein Thumbnail. Ich fasse es ja nicht. Es ist mal wieder passiert, seit Folge 35 bei Rogue Trader und Folge 35 bei WoW haben die Folgen wieder Titel und Thumbnails bekommen. Vielleicht schaffe ich das sogar für alle Folgen in dieser Woche. Mal gucken. So, die Folgen für morgen sind auch schon hochgeladen, also für Dienstag. Habe ich gerade noch schnell gemacht. Das fiel mir erst so kurz vor, kurz nach 6 ein. So nach dem Motto, wenn du morgen früh wieder 7 Folgen aufnehmen willst, dann solltest du vielleicht pünktlichst vorher die Videos hochgeladen haben, damit die rechtzeitig verarbeitet sind. Ja, habe ich dann mal schnell gemacht. Sind gerade final hochgeladen, also die WoW-Folge ist gerade final hochgeladen. Sitzt jetzt in der Bearbeitung bei YouTube. Aber das ist ja egal, dafür brauche ich ja nicht im Browser sein. Ansonsten habe ich schon tatsächlich an diesem X4-Video rumgeschnibbelt. Ein bisschen. Ich sag jetzt mal, also YouTube-Videos sind ja, kann man ja als Creator in Kapitel unterteilen. Also das ist unten, dann hier so auf der Playlist, dann sagt hier ist Kapitel 1, das ist Kapitel 2, also unten auf dem Balken, wo man sieht, wie weit mein Video ist. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Und da habe ich zumindest das Intro schon mal fertig. Klingt jetzt vielleicht nicht nach viel Arbeit, aber es war für mich viel Arbeit, weil ich ja aus, inzwischen sind es 5 Einzelaufnahmen zu 1,5 bis 2 Stunden pro Aufnahme. Ich glaube, es sind, genau, eine einstündige, eine zweistündige und 3 anderthalbstündige Videos. Also Mitschnitte. Und da habe ich ja aus jeweils einzelnen daraus für das Intro verschiedenste Sachen rauskopiert und die in die Original- oder in die Videodatei fürs Video reingeschmissen. Ich bin außer Reichweite. Ach komm, erster Kampf für heute Abend. Und die da reingeworfen, daraus das Intro zusammengeschnibbelt. Ich hoffe, das funktioniert soweit. Also, ich sag mal so, mein Problem ist, ich kann das nicht für mich abschätzen, weil wenn ich das für mich einschätze, dann sage ich, ah, da könnte noch ein bisschen besser, da könnte noch ein bisschen mehr und hier könnte noch ein bisschen, dann neige ich zum Überperfektionismus. Da bin ich so der typische Deutsch-Allmann, ne? Viel planen und bei der Umsetzung auf sehr, sehr klein achten, aber das große Ganze vollkommen übersehen und dann am Ende das große Ganze einfach in Sand setzen, weil man viel klein macht. Und ich habe Angst davor, dass das jetzt auch passiert. Dieses viel klein. So, wir rennen jetzt einfach da hoch, kommen wir was wollen. Und Mithril wahrscheinlich, jetzt sind sie egal. Und das ist so mein Problem, was ich habe. Oder die Angst, die ich habe. Dass genau dieses Klein jetzt kommt. Da
Das ist zu weit entfernt. Und dementsprechend, ja, sitzt da jetzt gerade gemütlich. Ich habe da gemütlich dran gesessen heute Nachmittag, habe das gemütlich so zurechtgeschnibbelt, wie es ist. Habe mir im Kopf ein Skript gemacht, das ich vielleicht mal niederschreiben sollte. Und dann muss ich jetzt überlegen, was das erste richtige Anfangskapitel ist. Ich habe da schon eine Idee. Ich dachte mir, das erste Anfangskapitel ist dann quasi Wirtschaft. Also quasi, was ich in den 20 Stunden so wirtschaftstechnisch gemacht habe. Da dürfte jetzt eigentlich nicht mehr so viel passieren im Nachhinein. Obwohl doch, da passiert noch einiges. Aber ist ja egal, man kann ja Platz lassen. Dann Kapitel 2 wäre dann wahrscheinlich Plot. Wo ich dann die Storylines der beiden Plots zusammen mache. Nicht genug gewohnt. Also das wird ein Kapitel, die zwei Plots hintereinander arbeiten. Was habe ich gemacht, was ist passiert, wieso, weshalb, warum. Dann kommt ganz grob Einfluss. Wäre das dritte Kapitel. Eigentlich müssen wir ins Dorf, ne? Einfluss wäre dann quasi, welchen Einfluss wir auf das auf die bisher bekannten Systeme haben. Da ist halt alles mit drin. Also wenn ich, weiß ich nicht, irgendwo Ruf gefarmt habe und dann plötzlich Freund von einer Fraktion bin, oder wenn ich versuche gezielt Gebiete zu schützen für die anderen Fraktionen. Sowas denn. Also ist so die Überlegung. Ich hätte auch meine Kraft. Gut. Ich darf jetzt nicht auf die Idee kommen, mich zu heilen. Sehr gut. Erstmal eine Mupfel. Ich will mal mein Handy gucken, was meine Frau sagt, aber das Handy läuft gerade. Es steht quasi genau zwischen Tastatur und Maus steht das Handy, weil ich, da läuft gerade das Pizmeet Ice Event. Das war ich nämlich gerade noch am gucken. Aber dann fiel mir ein, oh, Video ist hochgeladen, du musst jetzt ganz schnell noch die zwei Folgen aufnehmen, dass du auf deine 7 Folgen heute kommst, dass die Woche fertig ist. Weil dann kann ich mich nämlich, wie gesagt, gemütlichst morgen, da habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, das ist gut, dann kann ich mich nämlich morgen... So blöd es ist, morgen gemütlich ransetzen und Walk Trader aufnehmen. Da habe ich auch wieder Bock drauf. Weil Walk Trader gerne mal ein bisschen länger dauert. Ne? Ihr wisst ja, wenn so eine Folge dann mal plötzlich ganz, ganz ungeplant mal eben 40 Minuten geht oder 45 oder 50, dann ist das ein bisschen blöd, wenn ich am Tag plane, 7 Folgen 30 Minuten aufzunehmen. Und weil dann und dann kommt Kind aus der Schule. Oder muss abgelegt werden. Aufgrund der Projektwoche hat er nämlich morgen 6 Stunden. Das heißt, der Schulschluss um kurz vor 2. Das heißt, kurz vor. Eigentlich, 13:40 hat der Schulschluss. Ne, 13:30. 13:30, nicht 13:40. Ja, irgendwo hier gibt es doch wahrscheinlich. Da ist das Essen. Hat der Schulschluss. Und direkt danach ist auch Elterngespräch, was ich immer noch sehr dämlich finde, das Elterngespräch. Nicht, weil ich das Elterngespräch an sich sinnlos finde, sondern weil es eine Pflichtveranstaltung ist. Ich weiß nicht, ist das normal? Also ich kann nicht sagen, ja, ich habe Gesprächsbedarf mit der Lehrerin oder mit der Klassenlehrerin, weil ich irgendwas will. Sondern ich muss einen Termin machen. Selbst wenn ich sage, ja, okay, ich habe seine Klausuren, also seine Prüfungen, also die schreiben ja kleine Lernabschlusskontrollen, so kleine Lerntests, schreiben sie ja. Und ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ich bin mit dem, da gibt es ja so eine kleine Wortnotiz zu den Hausaufgaben, die er macht. Ja, die klingt auch so, als wäre das vollkommen zufriedenstellend. Also, ich habe keinen Gesprächsbedarf. Also, ich habe kein Bedürfnis, mit der Lehrerin zu sprechen, aber ich muss einen Termin machen, selbst wenn auch sie nichts mit mir zu klären hat.
Das habe ich beim letzten Mal auch nicht verstanden. Also das erste Mal in der ersten Klasse gab es ja auch zwei solcher Gespräche. Da habe ich beim ersten Mal gesagt, ja okay, ich würde es halt gerne wissen, ne? Erste Klasse, Kind, mein erstes Kind, erste Kind, erste Klasse, ne? Wie läuft, wie sowas einfach rum und blau und blub, ne? Läuft alles okay. Da will man ja noch, will man ja wissen, will man ja hingehen. Gut, dann mache ich einen Termin und gehe hin. Dann bin ich zum zweiten Gespräch gegangen, das war dann schon mit der neuen Klassenlehrerin. Und ich so, naja, gibt es denn irgendwelche wichtigen Informationen in Bezug auf meinen Sohn? Also, weiß ich, stört da irgendwie, ist da irgendwas? Gibt es irgendwelche Dinge, die aktuelle Themen sind und die wichtig sind? Ah, die müssen wir wahrscheinlich auch noch irgendwann killen. Würde ich ja fast drauf wetten. Na, also gibt es irgendwelche Infos? Ich muss näher ran. Da bin ich ja so leider sehr, sehr schlecht geimpft von der Bundeswehr. Information. Kurz, knapp, sachlich. Ne? Nicht um heißen Brei rumreden. Ja, ich weiß jetzt hier, ob RP ist was anderes, dann mache ich das. Aber wenn es um Informationsweitergabe geht, kurz, knapp, danke ich. Wo sind die Infos? Gibt's keine. Sie hatte mir nichts zu sagen. Dann war die Frage, ja gut, dann braucht man ja diesen Termin nicht machen. Nicht genug. Also ich brauche den ja dann nicht. Dann meinte sie, ja, wenn sie keinen Gesprächsbedarf haben, dann brauchen sie auch diesen Termin nicht nutzen. Dann dachte ich mir, gut. Als dann letztes Gespräch war, habe ich mir dann gesagt, ja gut, dann machst du keinen Termin, weil, wenn kein Gesprächsbedarf, kein Termin. Ja, da hieß es, wir müssen doch einen Termin machen. Ich verstehe nicht, wieso. Weil, wenn kein Gesprächsbedarf, dann kein Termin. Wofür denn Termin? Ich verstehe es bis heute nicht, also. Ist morgen noch Elterngespräch. Aber bei dem Elterngespräch, also es ist ja doch ist Elterngespräch, weil da kein Kind anwesend sein darf, geht Schatzi zum Elterngespräch. Weil Schatzi weiß, wie nervig ich sowas finde, wenn es ohne Sinn und Verstand stattfindet. Ohne Zweck und ohne Nutzen. Laut eigener Aussage ist dieses Gespräch dafür da, wenn die Eltern Rücksprachen und Fragen an die Lehrerschaft haben. Habe ich nicht. Entschuldigung, war ein Bäuerchen. Puh, ich wüsste natürlich gerne, wie die Kontrolle am Freitag ausfiel. Aber die kriegen wir ja denn am... Jetzt kommen wir zu zweit zurückwetten. Ja. Nee, den... Schnell reingehauen. Oh, ich fliege. Oh mein Gott, das hat wirklich geklappt. Hui! Suchen wir uns aber ganz schnell ein Hügelchen. Und nutzen erstmal unsere Verbände. So, wir müssen noch weiter hier hochgehen, ne? Ja. Das war der Einzelne. Wir müssen dann quasi hier so lang am Temp. Am Camp. Nicht am Temp. Das war's schon, mehr haben wir nicht. Habe ich doch irgendwas zu fressen im Inventar? Schinken. Fressen wir einfach noch einen Schinken. So, Schinken gefressen. Es gibt eigentlich der Schinken. Ausdauerwille. Gibt uns der Schinken irgendwas anderes? Neues? Nö. Nö, der Schinken gibt gar nichts. Gut. Wenn uns der Schinken nichts gibt, dann können wir ja weitergehen. Ey, hüpf. Und ich bin ja gespannt, was dieses Jahr bei X4 im neuen Addon rauskommt. Das soll ja noch ein 7.0 kommt ja 2024 mit dem neuen Add-on. Oder DLC oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ist für mich alles das gleiche. Wir probieren es mal da. Ich muss näher ran.
Und dann da mal schauen, was da der Inhalt ist. Das wird natürlich zwangsweise mit dem Projekt ein bisschen koordinieren, aber scheiß drauf. Dabei ist es ja nicht mehr so schlimm, dass Spielstände inkompatibel wären. Das hatte man ja leider am Anfang gehabt. Ich suchte gerade nämlich noch das alte LP vom Hauben. Der hat damals angefangen, mit, als das Spiel rauskam. Und irgendwie habe ich in Erinnerung, dass der Hobby auch zu Wiege der Menschheit und zu den Split damals ein Projekt gestartet hat, aber irgendwie nicht. Auf jeden Fall hat der, als das Spiel rauskam, angefangen. Und dann mit Patch, damals Patch 1.5, glaube ich, der damals an Weihnachten rauskam, hat es bei ihm komplett alles zerlegt. Also, die Gegner waren zu zahm, sagen wir es mal so. Also die Gegner leisteten keinen Widerstand. Die haben nicht zurückgeschossen und solche Sachen. Da musst du ja quasi mit Patch 1.5 nochmal neu starten. Aber das, solche Probleme hast du ja nicht mehr. Ist ja mittlerweile alles geregelt. Auch die Wirtschaft ist ja relativ gut inzwischen. Stabil. Einzige, was halt regelmäßig passieren kann, ist, dass bestimmte Sektoren von den Silos überrannt werden können. Das weiß ich, deswegen versuche ich jetzt schon gegenzulenken. Also gedanklich zumindest in dem Projekt. Und ich finde es irgendwie witzig, dass ich in WoW über andere Projekte reden kann. Aber bei Rogue Trader kann ich das nicht. Da bin ich zu sehr in der Story drin, muss überlegen. Weil auch viel Lesen, da ist auch viel Lesen mit dabei. Viel Geschichte für Story und hier ist halt mehr Kampf. Das ist halt das Seltsame bei so einem Spiel wie Rogue Trader und WoW, der große Unterschied für mich. Hier kann man. Hier passiert ja gerade nichts. Ihr habt ja hier nichts zu gucken. So seltsam es klingt. Ihr seht da zwar was, aber so zuhörtechnisch passiert da nichts. Noch eine. Na, das sind sie doch. So. Das haben wir erledigt. Ich guck mal, was der Rufer geht. Das ist natürlich feindselig, logisch. Aber bis 6000, ey, wie viele Leute du da killen musst. Überleg doch mal, 20 pro Person, die du killst. Das wird ja ein unendliches Gemetzel. So, morgen wieder Rogue Trader. Da freue ich mich. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, wir sind schon rumgeflogen. Und? Was war denn gerade dran? Stimmt! Wir haben die Eldari getroffen. Und sind jetzt da auf dem Planeten unterwegs. Und sind jetzt da mitten in ein neues Gebiet, glaube ich, gekommen, wo wir irgendwas machen müssen. Ich bin außer Reichweite. Da müssen wir irgendwie was erkunden, weil da irgendwas ist von den Gegnern, von den Rebellen. Mal gucken, ob ich das morgen schaffe, den sieben Folgen. Es wäre natürlich toll, wenn ich das komplette abschließen könnte in einer Woche. Wäre ich begeistert von, weil dann hätten wir keinen Cliffhanger-Übergang. Wobei, ist ja kein Cliffhanger-Übergang in dem Sinne, geht ja direkt am nächsten Tag weiter für euch. Aber für mich dauert es dann 2 Tage, bis es weitergeht. Ich habe den Cliffhanger. Weil ich muss ja dann bis Donnerstag warten. Ich muss ja dann bis Donnerstag warten, bis es weitergeht. Für mich zum Aufnehmen, weil ich am Mittwoch dann ja WoW aufnehme. Und Freitag wieder. Passt gerade so schön. Dienstag, Donnerstag Walk Trader, Mittwoch, Freitag WoW. Und nächste Woche mal gucken. Vielleicht mache ich am Montag dann einfach mal einen anderen Tag. Für irgendwas anderes noch.
entweder gezielt das X4-Projekt voranbringen, wenn ich da am Wochenende nicht zu komme. Oder ein komplett anderes Projekt. Ich will ja noch so Kurzprojekte machen. Oder ich mache einfach 5 Tage die Woche das hier. Also der Montag wieder Walktrader. Genau, montags, mittwochs, freitags Walktrader, dienstags, donnerstags dann WoW. Und die Woche danach dann genau andersrum. Ne, die Woche danach geht nicht. Das ist schon nächste Woche und dann sind Ferien. Also nächste Woche, ja, dann sind sie hier schon Ferien. In den Ferien ist nicht. Da ist ab Montag Junior da. Ab Montag sind ja Ferien und... Dann ist zumindest eine Woche lang nichts mit aufnehmen. Zumindest nicht so richtig. Also vielleicht, ich sag mal, eine Stunde. Oder zwei und das war es dann auch. Also so 4 Folgen vielleicht am Tag. Höchstfall. Weil ich will ihn ja nicht dauerhaft einsperren. Also, ich sperre ihn nicht ein. Aber da ich ja hier im Wohnzimmer aufnehme, ist ja das Problem, dass wenn er dann hin und her rennt, geht ja nicht. Ich kann ja nicht sagen, Kind, jetzt bleibst du in dein Zimmer für 4 Stunden, dass der Papa mal was aufnehmen kann. Geht ja nicht. Funktioniert ja nicht. Ja, gibt die Munition her. Kannst du beenden. Wert euren Ruf, wart euren Ruf und bringt einen Splitter. Okay. Okay, Fang des Tages fällt aus. Wir könnten das da machen. Wir könnten das da machen und wir können das da machen. Dann machen wir doch einfach das da. Rackmoors Silberschlüssel und Rackmoors goldener Schlüssel. Silberschlüssel, sucht Rackmoors Goldenschlüssel, sucht und öffnet Rackmoors Truhe. Sind erforderlich, die Truhe zu öffnen. Davor, dass sein Schiff zum Mondfeder festhielte. Bla bla bla. Okay, also einfach zum Strand runter und dann da lang. Ja, gut. Kann ich die hier gerade mal rausnehmen. Danke. Die verwirrt mich. Bis ihr Hass gegen sie wenden, wenn ihr Verbündeten in das Land werden wollt. Okay, ja, weiter. Hä? Baut euch einen freundlichen Ruf bei den Makran auf. Freundlich. Haben wir doch. Ist doch freundlicher Ruf. So, wir gehen jetzt zum Strand runter und arbeiten uns dann einfach mal unten am Strand lang. Das sind ja eh alles so primär so Angelquests oder so, also scheint so, dass es Angelquests sind. Gucken wir mal. Jetzt haben wir 21:16. Kölzi hat in einer Dreiviertelstunde Feierabend. Ne, die 1 nicht. Den da wollen wir. Geht dafür ins Wasser? Weiß ich nicht, ich geh mal.
Ja, dann sagst du immer, dass du mir das nicht brauchst. Aber. Das ist jetzt für nichts interessant, ne? Für keinen der Questen. Wir gehen einfach mal hier so lang. Mal gucken. Nee, fällt mir gerade auf. Gestern war Folge 69. War das 70 und dann 71. Ist eine komische Zahl, aber ist so. Und Folge 77 bei Rogue Trader, also 6 Folgen Unterschied. Das kriege ich natürlich so nie aufgeholt. Oder muss ich hier ein Schiff suchen? Okay, ich weiß jetzt nicht, was schneller ist, ob mit oder ohne Wolf. Schalentiere erhalten, 2 Stück. Was auch immer Schalentiere sind. Also. Ich weiß, was ein Schalentier ist, aber was mache ich damit? Ist jetzt für keine Quest irgendwie interessant anscheinend. Also ich schwimme jetzt nur hier lang, weil ich nicht weiß, wo ich lang soll. Weil das ja anscheinend hier komplett ist. Die 6 ist da, die 5 ist da, also ich schwimme einfach mal hier lang. Und gucken wir einfach mal. Sagen wir, nehmen uns den da mal raus. Gucken wir mal, was passiert. Also erstmal kämpft er natürlich jetzt gegen 2 Lebensbalken, in Anführungsstrichen. Gegen unseren Lebensbalken und unseren Atembalken. Nix. Schwimmen wir mal weiter. Das Schöne ist, ich kann ja die Folgen heute noch durchrennen. Dann habe ich die wirklich abgeschlossen für heute. Dann kann ich eigentlich schon mal die Titel für die Folgen machen, für diese Woche. Zumindest für WoW. Für die morgige Rogue Trader Folge. Die gibt's in Orange und in Grün. Okay. Ja, aber das ist mein Ziel heute noch. Also gehen wir gleich noch die nächste Folge auf. Dann habe ich alle 7 für diese Woche. Dann schmeiße ich die direkt ins Rennen rein. Das dauert ja nur 40 Minuten. Also so 40, 50 Minuten. Und dann kann ich auch schon mal die anderen Folgen für Rogue Trader und für WoW die Titel vergeben. Dann brauche ich morgen nämlich nur die Thumbnails machen. In der Zeit, wo die Rogue Trader Folgen morgen rendern. Weil dann nehme ich die morgen auf, render die direkt durch oder hau direkt das Rendern an für die. Dann Junior abholen von der Schule. Schatzi geht dann zum Elterngespräch. Das ist ja nicht lange, geht ja Bus. Die gehen ja nur eine Viertelstunde. Das ist zwar trotzdem in meinen Augen eine Zeitverschwendung, aber egal. Anscheinend muss es ja sein.
nicht genug geworden. Und dann geht Jotzi zur Arbeit. Der mit mir hier. Gucken, was der morgen zum Mittag essen will. Oh, Chicken Nuggets. Warum gibt es ja Chicken Nuggets Pommes? Das futtert der ja so gerne. Und ich habe einen wunderbaren Anbieter gefunden für Chicken Nuggets im 1-Kilo-Pack. Tiefgefroren. Zu einem in meinen Augen eigentlich guten Preis. Und dann kann ich mir einfach so 5-6 Stück rausnehmen. Und die dann einfach in den Airfryer hauen. Ein paar Pommes dazu. Und dann hat Junior sein Chicken Nuggets Pommes Menü. So, Deckjob. Dann ist gut. Dann ist der glücklich. Dann hat er sein Essen. Bei mir gibt es morgen Nudelauflauf. Das ist. Naja, okay, Julia ist halt ein typisches Kind, ne? Nudeln lecker, aber Nudelauflauf war. Ist halt Kind. So sind wir. Ist auch nichts, was wir brauchen. Aber wenigstens sind wir schon mal fast rum. Ich habe noch immer keinen Schlüssel gefunden. Jetzt suchen soll. Wenn ich ehrlich bin. Können wir da mal langsam mit 2000 machen? Danke. Können wir da mal bitte wieder was Neues? Hallo. Danke. Bitte 3. Sehr nett. Sehr zuvorkommend. Willst du jetzt sterben? Danke. Auch sehr nett. Bitte mal wieder aufladen. Also, den Atem. Die sollen wir auch für nichts hüten. So, dann gehen wir mal hoch. Nicht genug gewohnt. Kommt der jetzt hoch oder nicht? Sehr gut, ich treffe ihn, ich bin oben. Ja, sehr schön. Das ist genau das, was wir wollten. Nicht genug gewohnt. Sterben wollten wir. Brauche mehr Wut. So, aber ich sag mal, ganz kurz gucken. Können wir das sagen? Wir können das sagen. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da mal gucken, ob wir die Quest hier irgendwie hinkriegen. Ich würde sagen, hier hoch. So, bis dann. Tschüss.